herzlich willkommen zur 224. Folge Workers and Resources Soviet Republic. So. Gole. LKW. Oder Pflanzenfarm Nahrung 1 LKW Kohle Pflanzenfarm Nahrung 2 Beladen, warte bis beladen. Beladen, warte bis beladen. Greenhouse. Warte bis entladen, warte bis entladen. Hopp, hopp. Na komm schon. Zwei, eins, zwei, eins. Traffic Jam. Ist richtig. Kohle darf da nicht gekauft werden. So, zack, zack, zack und zack. Alles schön Feuer machen. LKW Kohle Pflanzenfarm 1. Die kann weg. So. Jetzt könnt ihr hier wieder richtig schön durchstarten. Beladen. Beladen, Kornspeicher, Beladen, Beladen. Und da entladen bitte. Hammer, wir können bald schon den nächsten Kredit für Dollarzeichen verleihen. So, bist du jetzt? So, da kann jetzt die Produktion wieder starten. Bzzzt. Produktion läuft wieder. Zwei LKWs drin, dass sich einer beladen kann, wenn einer leer ist. Und auch hier Pflanzenfarm. Kann der Produktion aufnehmen.
jetzt solltet ihr hier eigentlich genug, also wirklich mehr als genug Pflanzen reinbekommen. Wenn wir hier drin mehr als genug Mitarbeiter haben. Ach so, siehst du. Die Strecke muss ja auch wieder aufgebaut werden. Guck mal, wie schnell das geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich doch mehr als begeistert von. Gut, es reicht zwar nicht, da kommt schon der nächste, aber das ist schon. Das ist schon nicht schlecht. Die kommen auch eigentlich sehr gut hinterher. Die hier auch. Gut, da ist halt ein bisschen schwierig. Aber im Regelfall, wenn die das jetzt hier voll machen, sollte das passen. Perfekt. Mhm. Können wir wieder mal. Um ein erweitern. So, keine Arbeit mehr. Ach, seid ihr mit den beiden Straßen noch nicht fertig? Straße, Straße und drei Fußwege noch. Ja. Na, da hat wohl ein paar Leute keine zu arbeiten, wa? Jetzt stehen natürlich vier drin. Was geht da so regelmäßig runter? Okay, Chemikalien ist in Ordnung. Chemikalien ist in Ordnung. Solange wie wir hier bei unter 100.000 bleiben, ist das auch schon mal gut. Fleisch. Wieso schon wieder so viel essen?
hatten die da gar kein Essen mehr gehabt. Na gut, du bist wieder voll. Du bei weitem nicht. Stopp. Den mal auf 100 Tonnen stellen. Geht gleich los hier hinten. Obwohl, nee. Nicht auf 100 Tonnen. Auf 300 Tonnen. Wo warst du jetzt? Da. Ach komm schon. So, das habt ihr, das habt ihr. Und drei Kipper. Okay. So, dann kann der nächste in den Griff genommen werden. Dann haben wir da vielleicht auch dann irgendwann mal mehr als genug. Die haben wir jetzt genug. Es ist Essen drin. Da stehen drei. Na gut, die noch nicht. Es war mal kurzzeitig genug da. Okay, es ist schon hart an der Grenze jetzt. So, und jetzt der da. Genau, das Greenhaus. Vollgas. Wo kaufen wir Kohle ein? So, die Bekleidung kommt jetzt auch. Das ist dann der nächste Punkt. Sobald ihr den hier soweit durch habt. Guck mal. Das sieht doch hier schon echt nicht schlecht aus.
sind da Signale? Wie habe ich da schon Signale reingebaut? Ja, dann kann es doch nicht funktionieren. So, kommt jetzt hier mal so langsam was an. Oh, okay, Beton ist schon da. Hab nichts gesagt. So, die beiden Kieslaster. Und wo kommen unsere... Einfahren und kann auch gleich wieder rausfahren. So, wenn die Bagger. Ach so, sind Arbeiter drin. Okay, habt ihr jetzt. Dann würde ich sagen, Baubeginn. Da habe ich unter Umständen was vergessen. Ja, dann müsst ihr jetzt da noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Und wie gesagt, das hier kann jetzt auch loslegen. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum er da immer so viel drauf sitzt. Können das nicht nachvollziehen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Der Break-Even-Point ist erledigt. Wir werden jetzt wohl so nur 50.000 minus. Aber 1,5 Millionen pro Jahr verlieren ist hier 105, 111 und wir haben noch ein paar. Strom. Ziel. Wo ist die Kleidung da? 2,8. Ja, damit legen wir jetzt ja gleich los.
Von meiner halben Welt haben sie hier schon weggeholzt. Ja, wir haben ja hier drüben noch Holz. Es ist ja noch mehr als genug da. Verbundene Fahrzeuge. Großpflanzenfarm 1. Großstadtpflanzenfarm 1. Und auf Wiedersehen. Machen hier. Da. Den hier löschen. Du da. Tschüss. Du da. Bams. Weg. So, verbundene Fahrzeuge. Du da. Und tschüss, wir brauchen da keine Mitarbeiter mehr. LKW Pflanzenstoff, den brauchen wir auch nicht mehr. So, ihr könnt jetzt da ganz gemütlich das Ding hier noch leer machen. Und bis dahin sollten wir hoffentlich im Betrieb von hier oben gehen. Ziegel, Retter und Stahl. Wie sieht es hier hinten aus? Noch relativ gut im Griff. Okay. Das ist auch alles im Bau. Klar, es kostet auch dann Beton, Ziegel, Bretter und so weiter und so fort. Und den ganzen Beton haben sie alle schon durch. Dann dürft er. Wie gesagt, noch haben wir Fahrzeuge da, alles super. Also, kann ja auch nichts besseres waschen, es läuft. So, da fahren wir aber rüber. Ja, genau, in links fahren wir rüber. Ach, ohne Distribution Offices oder Vertriebsbüro. Und zum Verkauf haben wir damit ein Vertriebsbüro. Wären dann die beiden. Ja, könnten wir eigentlich. Ja, brauchen wir zwei davon. Na gut, Strom haben wir eh noch nicht gemacht.
So, zwei Vertriebsbüro zum Verkauf von Klamotten. Die haben das aber eigentlich hier schon echt gut im Griff, ne? Ja, war schon mal relativ hoch. Blau ist ABC-Schützen, ne? Ne, produktives Alter. Pop ist hoch geblieben. Babys sind gestiegen, fallen aber schon wieder. Leute, die bei den Eltern wohnen, sind auch schon. Hält sich eigentlich auch an relativ die Waage, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, es geht sogar. Wir kommen doch nach da. Hier geht es wahrscheinlich nach hier oben hin. Ja, ich denke mal, ich werde da mal das Rundfunkhaus machen. Um mal hier eure Regierungsloyalität mal ein bisschen. Zufriedenheit, Sättigung, Gesundheit. Alles supi. Haben auch zwei Krankenhäuser für 10.000 Leute, also eigentlich sind wir gut ausgestattet. ...24 vom Essen. Nichts überfüllt. Ist gut. Könnte man fast sogar Essen verkaufen. Ja, die wollen jetzt halt auch Stahl und sowas alles haben. Und das ist natürlich durch die ganze Geschichte hier im Moment noch ziemlich ausgelastet. Aber es fehlen halt hauptsächlich Ziegel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde ganz gerne eine Verbindung rein haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, die Straße hier ist schon relativ gut belastet, und setzen wir eine Schrägverbindung dran. Ist mir jetzt vollkommen egal. Das war die vielleicht hier hinten nochmal irgendwie, weil hier kommen ja noch ziemlich viele große Baugebiete hin.
Das macht halt einfach keinen Sinn. Ja, warte mal, stopp. Ich glaube, ich habe hier auch noch einen vergessen. Läuft alles zur vollsten Zufriedenheit. Passt. 16, 0,2, passt. Vom Essen noch. Passt. Mitarbeiter hier passen nicht. Nahrungsmittel. Produktion. Einen Bus hätte ich ganz gerne. Genau. Da nochmal rein, weil wir haben da halt auch noch eine relativ hohe Arbeitslosigkeit hier hinten. Und damit werden wir da jetzt da mal ein bisschen gegen argumentieren sozusagen. Und wir kriegen hier noch ein paar mehr weiter rein, weil wir brauchen ja hier eh. Dann können auch einige von euch noch hier rüber arbeiten gehen. Aber trotzdem ist die Arbeitslosenquote relativ aufkriegen. Ich starte schon mal den Bau von den beiden Hardware Towern. Ist glaube ich besser so. Gut, dann würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und ja, ich wünsche euch einen angenehmen Start in diesen Tag, obwohl der Tag ist schon eigentlich fast vorbei. Egal, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.